Hallo meine Lieben, heute zeichne ich mit euch Sternzeichen Skorpion. Das ist ein Wasserzeichen. Und am Anfang sollten wir die Größe von Bild bestimmen. Das können Sie mit Lineal machen oder Sie nehmen ein Papier, das schon so die Größe hat, was Sie wollen. Hier nehme ich das so ein bisschen größere Blatt, damit ich sehe, Sie können Ihre beliebige Größe selber bestimmen und vorzeichnen. Und wie fange ich an? Bei dem Skorpion haben wir die Zeichnung, der sieht so ein bisschen so wie bei Jungfrau aus. Nur am Ende von diesem M haben wir so eine Pfeile. Und wir würden genau mit diesen Zeichnen anfangen. Ich setze das wie bei anderen Bild oben links. Das ist praktisch mit Bleistift erstmal vorzeichnen. Ein so Halbkreis unten, dann die Linie nach oben, dann der gleichen Element nochmal, der gleichen Element nochmal. Und am Ende sollte diese Ende von M bisschen abgerundet sein und am Ende Pfeil. Dieses Element gehört zum Sternzeichen Skorpion und hier haben wir wunderbaren Platz für unseren Skorpion. Wir können so ein bisschen vorzeichnen, wie könnte ein Skorpion aussehen. Wir haben den Körperteil von Skorpion, das ist so ein bisschen so wie ein Oval. Und dann wissen wir alle, dass Skorpion diesen Schwanz hat und da ist dieser gefährliche Teil da hinten, wenn der uns beißt, dann könnte es tödlich sein, aber es gehört auch dahin. Wir machen jetzt mit unseren Zeichnungen nur die Richtung von Körper von Skorpion und er hat auch vorne zwei, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ihr weiß, was ich meine. So, nach vorne. Das ist so ein bisschen wie bei Krebs. So, mehr brauchen wir nicht. Und das ist nur, ihr müsst verstehen, das ist diese Vorzeichnung, das ist nur leichte Eindeutung, wo sollte das hingehen. Und dann weiter zeichnen wir mit unserer, ihr könnt Tusche nehmen, die sollte wasserfest sein. Ich nehme Acrylfarbe, flüssig und hier ist eine wunderbare Pipette. Und dann mache ich die bisschen Farbe auf den Körper von Skorpion mit dieser Pipette, so auf obere Reihe. Hier würde ich das erstmal mit oberer Reihe anfangen, mehr erstmal nicht. Und von oben nach unten pusten. Und der Rest male ich mit der Pinsel, weil hier ist ziemlich feine Muster sollten entstehen. Da puste ich dann jetzt mit dem, man kann mit Strohhalm das machen. Das mache ich vielleicht am Anfang und dann, oh, das funktioniert super. Und da eher so vielleicht. Und hier von unten nach oben kann man auch pusten. Das ist jetzt das, was die Natur ergeben hat, reicht mir. Für die weitere Zeichnung benutze ich meinen Pinsel und ein bisschen Farbe. Und dann gucke ich, okay, was kann ich nehmen, das gefällt mir schon, diese Richtung. Und hier mache ich einfach den Schwanz von Skorpion ein bisschen quadratischer. Und hier von dieser Stelle da, wo diese... Stopp. Как она называется? Stachel. Wie können wir das, wie kannst du das so schneiden? Den letzten Satz wiederholen. Ja. Ja. So geht die Linie weiter und wir können das mit zitteriger Hand, so ein bisschen so richtig so mit Spitze von Pinsel, so ein bisschen zitterige Hand, hier so eine Linie machen und danach der Stacheln so selbst zu zeichnen, dass es in die Mitte ein bisschen breiter, dann zur Spitze wird das ein bisschen schmaler sein und auf andere Seite machen wir das auch und hier ganz dünne Linie oben führen bis zu diesem Strich. Es könnte sein, dass bei euch die Farbe anders fließt und es ist gut so. Jedes Bild nach dieser Methode ist das ein Unikat und wir haben so ein bisschen vorgezeichnet, der Rest macht die Farbe für euch und so werdet ihr sehen, auch wenn ich jetzt 10 Bilder nacheinander mache, jeder wird ein bisschen anderes aussehen, weil, wie gesagt, die Farbe, wenn ich die puste, die fließt ein bisschen anderes und je nachdem, wo ich das
drauf kleckse, ist das auch abhängig, wo habe ich mehr und wo habe ich weniger von diesen Linien, die da entstehen. Zum Beispiel, ich kann danach auch sagen, hier würde ich auch noch ein bisschen mehr, da wollte ich auch ein paar Linien, die dann so gehen, dann ist das ein bisschen mehr Farbe da und nochmal pusten. Es entsteht eine schöne Linie und hier ein paar zarte Linien und so könnt ihr dann weiter für euch experimentieren. Unten mache ich die Linie ein bisschen dicker, da ein bisschen dünner. Und bei Skorpion ist das, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Wasserzeichen. Dann können wir hier unten so ein paar Linien machen, dann verbindet sich so zusammen, das ist so ein bisschen Wasser eindeuten. Muss nicht sein, kann man machen. Ja, dann ist das auch die Komposition interessanter. Und hier können wir ein paar Linien noch dazu machen, damit diese Bewegung dann weiter die Struktur von Skorpion, von Schwanz dann auch interessanter wird. Und hier ist das wichtig von groß und je weiter wir gehen, kleiner, kleiner, kleiner. Und jetzt kommt unser Element dazu. Eigentlich sinnvoller wäre, dass man dann von oben anfängt. Jetzt habe ich von Skorpion angefangen, aber ist halt so. Aufpassen, wenn er dann oben anmalt, dass er nicht auf die Farbe reinkommt, weil sonst könnte die Farbe sich verschmieren. Mit Spitze anfangen und dann Strich nach unten ziehen, wieder Farbe nehmen, mit Spitze anfangen und dann so ein bisschen loslassen. Wenn wir loslassen, die Pinsel ein bisschen drücken, dann ist der Strich ein bisschen dicker. Und dann die Drehung nach oben, links und rechts, so diese Pfeil machen. So ist unsere Zeichnung fertig. Und dann könnt ihr bei eurem Bild so selber schauen. Ich würde das noch ein bisschen korrigieren, dass die Linien ein bisschen dicker werden. Und wie gesagt, da ist ein Punkt entstanden. Oh, und hier, schaut ihr mal, das ist ein Klecks entstanden. Auch nicht so schlimm. Was kann ich da machen? Da kann ich da, wie gesagt, aufpassen. Da kann ich dann einfach hier auch die Schwanzteil ein bisschen dicker machen. Wie gesagt, das ist hier alles erlaubt. Und wenn sowas passiert, das ist keine Drama. Das ist halt eure Kunstwerk. Und nur ihr weißt, wie es dann so. Und hier mache ich noch ein bisschen Wasser. Und den unteren Teil würde ich das dann signieren. Und wie gesagt, grundsätzlich besser, wenn er von oben nach unten anfängt, dann passiert sowas nicht. Ja? Immer eigentlich goldene Regel, von oben nach unten, weil die Farbe trocknet nicht so schnell. So ist jetzt, wenn ihr mit euren Zeichnungen zufrieden ist, dann müsst ihr das trocken lassen. Und wenn es trocken ist, dann mit Aquarellfarbe ausmalen. Nach dem Trocknen, wie ich schon gesagt habe, geht es weiter und wir haben das erstmal mit Bleistift vorgezeichnet. Wenn ihr seht, euer Bild ist jetzt trocknen und die Zeichnungsreste stören euch, dann könnt ihr das wegradieren. Wie gesagt, wenn es trocknet, getrocknet ist, Acrylfarbe, wenn sie trocken ist, dann passiert nichts mehr. Da müssen Sie keine Angst haben, dass das sich was verwischt oder so. Einziges, was wichtig ist, dass ihr diese Reste von Radiergummi nicht mit dem Hand abwischen, weil unsere Hand so ein bisschen Festreste hat, sondern mit ganz einfachen Kreppband. So ist das unsere Zeichnung fettfrei und wir können das mit Aquarellfarbe weiter einmalen. Sternzeichen Skorpion ist das ein Wasserzeichen und Wasser wird meistens mit Grün sozusagen dargestellt. Ich habe das für Wasserzeichen jetzt drei Farben ausgesucht. Zwei blauen und das ist die Kobaltblau, wie bei unseren Luftzeichnern. Das ist ganz zarte blaue Farbe. Dann habe ich einmal Phthaloblau. Das ist so wirklich so wie Türkis. Wenn wir das mit Blau vermischen, entsteht auch ein schönes Farbton. Und wenn wir mehr von der Farbe nehmen, dann sieht ihr, dann wird das auch noch dunkler. Und dann habe ich einmal Phthaloblau ausgesucht. Das ist die dunklere Blau, die ein bisschen in Blau-Blauton geht. Wenn der Kobalt ein bisschen
lilane Touch hat. Hier haben wir wirklich so ganz schöne Blauton. Und je mehr Wasser wir nehmen, desto heller wird die Farbe. Je weniger Wasser wir nehmen, desto dunkler ist die Farbe. So haben wir einen sehr schönen Übergang von hell zu dunkel. Und da ich schon gesagt habe, das ist Wasserzeichen, dann würde ich mein Krebs mehr, mein Skorpion, Krebs ist auch Wasserzeichen, mehr mit Phthalo-Blau ausmalen und ein bisschen von anderen blauen Tönen nehmen. Ich würde jetzt unten die Form von Krebs ein bisschen dunkler einmalen und ich werde beiden Farben vermischen. Diese Phthalo-Grün und Phthalo-Blau unten rein. Und so seht ihr, dass das schon ganz schöne Übergang entsteht. Und dann Pinsel waschen und diese grüne Türkiston mit Blau leicht in den ganzen Körper verwischen. Solche Sprünge, das ist die Farbe, hat sich gesprungen und er fließt weiter. Das ist sehr schön und erwünscht in Aquarellmalerei. Und das könnt ihr dann erreichen, wenn ihr das praktisch Wasser nimmt, zu Farbe dann macht und dann fließt die Farbe da, wo, so, hier zeige ich das nochmal, hier fließt sie dann einfach weiter. Ich würde auch ein paar Weißen stellen lassen, weil dann leuchtet weiße Papier von unten und das macht Aquarellmalerei noch geheimnisvoller. Ein Beinchen würde ich mit Grün anmalen. Hier haben wir leere Stelle, das kann ich mit Farbe füllen und dann wieder ein bisschen Wasser nehmen, hier zum Beispiel verteilen, aber hier wollte ich diese härtere Übergang lassen, das gefällt mir. Und obere mit ganz zart Türkis und so kann man sehen, wenn ich jetzt hier unten dunkler mache, oben heller, dann ist das für uns, für die Zuschauer, ist das sichtbar, dass das Licht von oben kommt. Und diese Teil von Skorpion würde ich nur mit Grün anmalen, damit wir mehr von diesem Wasserelement haben und dann leicht reinwischen und nur den Spitzen von Schwanz, diese Stacheln mit dem Kobalt einmalen, damit da ein Hingucker entsteht und so ein bisschen andere Farbe. So. Und hier in diesem Bild habe ich auch so ein bisschen von Wasser eingedeutet. Das würde ich auch hier einmalen und bei Wasser so praktisch die untere Linie ein bisschen dunkler machen. Und hier nur die untere ein bisschen dunkler. Pinsel abwaschen, abtrocknen und oben einfach leicht reinziehen. Und so haben wir zarten Übergang von dunkel zu hell und hier vielleicht auch ganz zart, damit der Skorpion richtig so ein bisschen Kontraste hat und Wasser nur ganz leichte Pandor ist, damit das alles noch ein bisschen, bisschen in Bewegung kommt. So ist unsere Skorpionbild fertig und bis zum nächsten Mal, eure Albina.